Bundesgesundheitsminister Spahn lehnt Sonderrechte für Corona-geimpfte Bürger ab. Keiner solle das einfordern, bis alle die Chance zur Impfung hatten, sagte Spahn der Funke Mediengruppe. Jens Spahn hingegen denkt jetzt schon an die Zeit nach Impfung 2 und verspricht in der Bild am Sonntag mehr Freiheiten für vollständig Geimpfte. Wer vollständig geimpft wurde, kann in Zukunft wie jemand behandelt werden, der negativ getestet wurde. Wer geimpft ist, kann ohne weiteren Test ins Geschäft oder zum Friseur. Zudem müssen nach Einschätzung des RKI vollständig Geimpfte auch nicht mehr in Quarantäne, so der Minister. Vielleicht können die Osterimpflinge von Köln also früher mehr Freiheiten genießen als erwartet.